einem neuen Vlog. Bevor der startet, ihr habt schon gerade gesehen, ich habe mir so ein leichtes Tages-Make-up gemacht, weil ich später noch unterwegs bin und habe einfach nur gerade so ein bisschen basic gemacht. Ich habe auf die Uhr geschaut. In Echtzeit waren das jetzt etwas über 8 Minuten, also wirklich super schnell, quick, easy mit meinen liebsten Lieblingsprodukten und da darf natürlich auch Banana Beauty nicht fehlen. Wie ihr wisst, haben wir aktuell den Black Month, also den schwarzen November, wo es ganz, ganz, ganz viele Angebote gibt. Und bevor ich euch jetzt kurz sage, welche Produkte ich benutzt habe, wollte ich euch Bescheid sagen. Und zwar gibt es einen Code von mir, von Banana Beauty. Yay! Ich weiß, ganz viele haben schon drauf gewartet und der Code hat das wirklich in sich. Also gerade jetzt in Black Month ist es halt wirklich echt heftig, was man sich da sparen kann. Und zwar lautet mein Code Amanda60 und da könnt ihr entweder 40% sparen auf die komplette Seite, egal was, ohne Mindestbestellwert, ohne dass ihr auf irgendetwas achten müsst, oder ihr könnt sogar ganze 60% absahen, und zwar ab einem Mindestbestellwert von 99 Euro, und zwar vor Abzug des Rabattes. Das heißt, ihr geht auf die Seite, ihr shoppt nach Lust und Laune, und wenn ihr den Mindestbestellwert von 99 Euro erreichen solltet, gebt ihr meinen Code ein, Amanda60, und am Ende werdet ihr dann einfach nur noch 40 Euro zahlen. Das ist krass, das ist einfach absolut krass, wenn ihr wirklich so einen hohen Warenwert nach Hause bekommt und am Ende, ja, wie gesagt, 60% weniger zahlt. Das ist wirklich, wirklich heftig, das ist ein mega genialer Code. Also schaut euch der sehr gerne um. Ihr wisst, seitdem ich Banana Beauty entdeckt habe, benutze ich immer die Liquid Lipsticks. Ich habe hier einen Schminktisch und ich will nicht übertreiben, wenn ich sage, hier sind locker 150 Liquid Lipsticks, auch ein paar Glosse, Sticks und so weiter mit dabei. Meine Lippenstifte sind nochmal komplett extra. Also wirklich nur das, was so, ja, so Liquid Lipsticks oder auch hier zum Beispiel diese Lip Butter von Banana Beauty, die liebe ich auch. Aber Leute, ich sag's euch, das Einzige, was ich verwende, sind die Liquid Lipsticks von Banana Beauty, weil es gibt einfach keine besseren. Wirklich, also ich habe das jetzt gerade in der Pandemie gesehen. Ich kann ohne Probleme weiße Masken anziehen, darauf rumdrücken, machen, tun. Da geht nichts ab, da verrutscht nichts, da verläuft nichts. Wenn man die Maske auszieht, sieht man trotzdem noch fresh aus. Egal zu welchem Anlass oder. Ich habe schon so oft die Liquid Lipsticks drauf gehabt und muss die nicht nachziehen. Es ist egal, ob ich damit esse, trinke, den kompletten Tag diesen Liquid Lipstick trage. Ich glaube, das härteste war mal gewesen, und zwar letztes Jahr an Silvester, da hatte ich einen roten Liquid Lipstick drauf gehabt, auch an Weihnachten. Aber an Silvester war es sehr krass, weil wir haben da Raclette gegessen, also auch ölhaltige Sachen. Und trotzdem habe ich meinen Liquid Lipstick nicht ein einziges Mal nachgezogen. Und morgens um 3 sah da immer noch genauso aus wie nachmittags um 3. Also das ist echt, echt heftig, diese Haltbarkeit. Deswegen ganz wichtig, wenn ihr diesen Liquid Lipstick dann runternimmt, müsst ihr wirklich Öl benutzen, um das wirklich dann zu brechen. Also ganz normale Abschminktücher oder sowas, das funktioniert nicht. Das ist wirklich, das ist on place. Damit könnt ihr essen, trinken, knutschen oder sonstiges. Da ist alles wirklich safe. Mega, mega genial. Und was mein zweites Lieblingsprodukt ist, ist von Banana Beauty die Volume Up Mascara. Wobei die Fake It ist auch genial, aber die Volume Up, das ist so mein Liebling, womit ich echt richtig, richtig gut klarkomme. Die habe ich auch heute benutzt. Und darunter habe ich hier nochmal so eine Base benutzt. Da sind so weiße kleine Härchen, einfach praktisch als ja, Primer, damit ihr noch schönere Lashes auf jeden Fall habt. Es gibt mittlerweile aber eine ganz, ganz, ganz große Auswahl bei Banana Beauty. Die schönsten Farben und die Sachen halten einfach so gut. Also Produkte sind natürlich alle vegan und tierversuchsfrei. Also ich hatte damit nie Probleme gehabt. Ich habe zum Beispiel gerade bei meinen Augen immer so ein bisschen Struggle bei manchen Kosmetikprodukten, dass meine Augen dann ständig rot werden, Tränen oder sonstiges. Es gibt Produkte, die ich schon gar nicht mehr benutzen kann. Und bei den Produkten von Banana Beauty habe ich das zum Beispiel überhaupt gar nicht. Oder dass ich davon irgendwie unreine Haut bekomme oder sowas. Also die Produkte sind wirklich sehr, sehr, sehr hochwertig. Wenn ihr sie schon kennt, wenn ihr was nachbestellen möchtet, wenn ihr was verschenken möchtet oder, dann nutzt gerne meinen Code und ihr könnt euch, wie gesagt, bis zu 60% auf alles sparen. Das ist so heftig. Deswegen, ich werde euch alles in die Infobox reinschreiben, nochmal verlinken und ich würde sagen, in dem Fall wirklich viel Spaß beim Shoppen, ihr Lieben. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben Freitag.
Ich freue mich erstens, weil es dann jetzt endlich Wochenende ist. Das Wochenende ist relativ in Anführungszeichen gechillt. Ich habe zumindest keine Kooperation am Wochenende. Wir haben einmal die Geburtstagsfeier. Der Elias, der freut sich so sehr, der fragt jeden Tag, seitdem er eingeladen wurde, wann gehen wir auf die Geburtstagsfeier? Und ja, wir waren jetzt schon auf Kindergeburtstagen gewesen, aber das war eigentlich eher so, vom engeren Freundeskreis beziehungsweise vom Patenonkel und so weiter und so fort. Weil die letzten Geburtstage haben halt alle nicht so wirklich stattgefunden dank Corona. Deswegen ist es so seine erste Geburtstagsparty, wo auch viele Kinder da sind. Also wo dann nicht nur, wo man sich nicht nur irgendwie mit ein, zwei Freunden, Bekannten, Verwandten, wie auch immer trifft, sondern wirklich, dass es mehrere Kinder sind. Und ich habe zu meinem Mann auch schon gesagt, also je nachdem, wie natürlich denn die Lage zu seinem Geburtstag sein wird, aber ich würde auch gern mal so eine richtige Kindergeburtstagsparty schmeißen. Genau. Mal sehen, wie die Lage bis dahin ist. Und dann kann er auch mal, hat so zwei, drei ganz enge Freunde, wo er immer von berichtet vom Kindergarten, eigentlich drei. Dann halt aus unserer Siedlung die zwei, dann auf jeden Fall natürlich vom Patenonkel der Sohn, das ist auch sein größter Schatz. dann sind wir so sechs, sieben Kinder, ja, ungefähr habe ich mir halt jetzt so gedacht. Aber der Elias ist obsessed, wirklich. Ich habe heute Morgen, hat er wieder gefragt, wann denn die Geburtstagsparty endlich ist, und habe ich gesagt, Elias, heute ist Freitag, das heißt, morgen ist dann Wochenende und morgen ist dann auch die Geburtstagsparty. Dann hat er gesagt, noch einmal schlafen. Dann habe ich gesagt, ja, nur noch einmal schlafen, dann ist die Geburtstagsparty. Oh mein Gott, hat er sich gerade gefreut. Also, das wird sehr, sehr cool für ihn. Genau, ansonsten steht heute an, dass ich endlich nach Frankfurt fahre und meine Nägel mache. Oh mein Gott, die sind so lang und so rausgewachsen, das ist echt abartig. Ui, was ist denn hier passiert? Okay, irgendwie sind hier überall Pappbecher und keine Ahnung was auf dem Boden. Die sind voll am Aufräumen. Bin fest gewesen, von dem ich nichts weiß. Auf jeden Fall. Ich gehe einmal zum Nägel machen und dann treffe ich mich ja mit meiner Schwester und meinen Schwägerin. Und wir gehen lecker essen bei Bolembi. Ich freue mich schon auf meine Ofenkartoffel. Oh mein Gott. Mal gucken, ob wir danach noch was machen oder ob wir danach heimgehen. Mal gucken, ich habe keine Ahnung. Und heute sollen auch wieder ein paar Pakete kommen. Ich habe mich doch das letzte Mal Pakete gezeigt von Mermaid and Me und von Banana Beauty, wo ich gesagt habe, boah, wie viel die da eingepackt haben. Und ich dachte, das wären die Pakete gewesen zum Verlosen. Das waren sie gar nicht. Das waren alles Sachen für mich. Die Sachen, die ich zum Verlosen bekomme, die kommen erst noch. Das heißt für euch, ich brauche das Ganze natürlich nicht. Ich brauche nicht irgendwie 80 Shampoos und 50 Liquid Lipsticks und keine Ahnung was. Das heißt für euch, dass es noch mehr zum Verlosen geben wird. Oh mein Gott, ich werde auf jeden Fall, ich denke, mindestens 8 Tage machen zum Verlosen, vielleicht sogar noch mehr. Wird sich anbieten, ja. ich werde mich, denke ich, später wieder bei euch melden, wenn ich so gegen 3.30 Uhr ungefähr nach Frankfurt fahre, weil bis dahin werde ich die ganze Zeit am PC kleben und arbeiten, dass ich mit der Arbeit hinkomme. Beziehungsweise nein, ich melde mich später, wenn die Pakete kommen. Vielleicht zeige ich euch da mal kurz was. So, ein paar Pakete sind gekommen. Wobei das hier nicht meins ist, das gehört mein Mann. So, jetzt packe ich die oberen mal aus. So, kurz ausgepackt. Ich habe zwei Sachen von Playmobil bestellt für den Kindergeburtstag morgen. Das ist jetzt das erste, das zweite kommt morgen an. Der Papa vom Jungen hat uns da den Tipp gegeben, dass das hier ganz cool wäre. Deswegen haben wir das hier einmal bestellt. Das zweite zeige ich euch dann morgen noch. Und ich habe auch noch eine neue Trinkflasche bestellt. Die müsste heute auch im Laufe des Tages noch kommen. Genau, und hier sind die Sachen, die ich eigentlich für die Verlosung für euch rausgesucht hatte. Bei Hello Buddy auf jeden Fall die Coco Clear, meine absolute
Lieblingsgesichtsmaske. Dann einmal das Self-Tan oder die Self-Tanning-Drops in Kombination mit der Aloe Light. Für mich sind die zwei Sachen, die müssen einfach zusammengehören. Und auch im Sommer habe ich die Aloe Light sehr gerne benutzt, wenn es wirklich eine leichte Tagespflege sein sollte. Und weil ich die einfach so sehr liebe, wollte ich die dann eben auch verlosen. Die Booster, einmal Vitamin C und einmal Hyaluron. Und bei Banana Beauty hatte ich einen Lip Liner, eine Mascara und drei Liquid Lipsticks rausgesucht. Aber wie gesagt, das sind nur die Sachen, die ich jetzt sozusagen von denen zur Verfügung gestellt bekommen habe. Das wird aber noch um einiges mehr werden. So, ich habe mir jetzt meine Kleinigkeit zu essen gemacht, dass ich, weil wir uns ja erst um 18 Uhr zum Essen treffen, bis das Essen dann da ist. Ich werde wahrscheinlich sonst Hunger kriegen zwischendurch. Ich habe mir hier Uncle Bens Reis mediterran gemacht. Darunter ist auch noch Erbsen und Karotten. Irgendwo sind sie. normalerweise mache ich ja immer Gurken dazu, aber wir haben keine mehr. Deswegen habe ich jetzt Tomaten genommen und einfach ein paar Gewürze, so italienische Kräutermischung gemacht. Salz, Paprikapulver und hier noch das Joghurt-Dressing. Das ist so lecker. Das war, mische ich jetzt alles mal und dann lasse ich es mir schmecken. So, ich bin auf dem Sprung. Ein ganz, ganz kurzes, simples OOTD. Ich habe hier diese Leder-Thermo-Leggings, die von innen auch so warm ist, weil es ist schweinekalt draußen. Die war ja mal vom Taco gewesen. Schuhe und Tasche sind von Louis. Die Jacke ist von Job. Der Schmuck von Meinpunkt. Der Pulli ist von Primark. Genau. Und ich habe auf den Lippen Nana Naked von Banana Beauty. So, jetzt mache ich mich auf den Weg. Yay, mittlerweile sind wir da, because wir feiern Geburtstag von dem Girl. Ist das auch da? Und es gibt bei uns mal wieder Ofen, Kartoffel, Burger, Getränke, Hugo. Und meine Nägel sind fertig. Die sind so schön geworden. Ich zeig's euch aber ohne dieses Rotlicht von hier draußen. Ja, das lassen wir uns jetzt mal schmecken. Yummy. Hallo, ihr Lieben. Ich bin wieder zu Hause. Gerade eben reingekommen. Ich wärme mich gerade noch ein bisschen auf. Oh, ich muss mega auf Toilette. Ich wollte mich nur ganz kurz melden, bevor ich mich jetzt hier ausziehe, abschminke. Ich wollte euch meine Nägel zeigen. Ich habe es hier, habe ja gesagt, ich habe die Hälfte wirklich gekürzt. Und ich, auf der Schablone sah es eher noch mehr nach einem Nude-Ton aus. Das ist jetzt eher so, ich würde sagen, so ein Nude-Rosa-Peach schon fast. Aber gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ich wollte halt so was Natürliches irgendwie diesmal haben. Genau, dass wenn es rauswächst, nicht so extrem ist. Genau, ich bin auf jeden Fall zufrieden. Und ich habe jetzt schon gemerkt, wenn ich am Handy irgendwie rumgefummelt habe oder so, wie viel angenehmer es einfach ist, wenn es nicht so übertrieben lang ist. Ja, genau. Also als ich in der Stadt angekommen bin, war ich kurz bei H&M. Da habe ich etwas zurückgegeben. Dann war ich im Nagelstudio gewesen, habe die Nägel gemacht. Und von dort aus bin ich eigentlich direkt zum Restaurant gelaufen. Wir waren bei Bull & Beer in Frankfurt, wie immer. Das Essen habe ich euch ja aber gezeigt. Genau, und da saßen wir jetzt so 2,5 Stunden ungefähr und dann sind wir alle zusammen zum Parkhaus gelaufen und unser Parkhaus ist genau gegenüber von Primark und haben wir gesagt, so komm, lass schnell reingehen, weil die hatten bis um 9 Uhr geöffnet, weil es immer sehr angenehm, weil Primark ist normalerweise immer brechend voll und so spät abends ist meistens nicht so viel los und so war es auch gewesen. Meine Schwägerin hat ein paar Sachen gefunden. Ich habe auch ein bisschen durchgeguckt, aber ich habe mir tatsächlich nur einen Pulli mitgenommen, aber auch einfach nur, weil ich den so hart gefeiert habe. Ich fand den einfach so, so cool. Und zwar von der NBA ein Bulls Pullover. Ich fand den so cool. Ist halt auch so ein richtig, schaut mal, das ist Größe M. Sieht aus wie Größe XXL. Ich fand den so cool mit einer schönen engen Röhrenjeans oder Leggings, einfach Boots drauf. Der ist auch richtig dick und kuschelig und ich finde den irgendwie, ich finde den einfach nur überragend. Richtig genial. Der hat so 18 Euro gekostet. Ich kann euch die Nummer mal zeigen, aber es bringt glaube ich nicht so viel, weil es ja keinen Online-Shop gibt, aber ja, Red, Größe M. Kann sein, dass es so groß ausfällt, weil das wahrscheinlich Männersachen sind. Wobei, es hing aber in der Frauenabteilung. Ah, ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall habe ich den mitgenommen. Genau. Meine Schwester war ja mit meinem eigenen Auto da, weil sie ja jetzt schon ein paar Tage in Frankfurt gewesen ist. Die ist jetzt gerade den Hund,
den Rocky abholen gegangen und ich habe noch meine Schwägerin nach Hause gefahren. Genau, und dann bin ich jetzt auch direkt los. Schaut mal, mein ich habe meinen Liquid Lipstick heute drauf gemacht, als ich gegangen bin um 3.30 Uhr. Jetzt haben wir 10 nach 10. Ich habe ihn nicht einmal nachgezogen. Schaut mal, hier klar, in der Mitte ist so ein bisschen was weg. Und ich habe damit gegessen, getrunken, alles. Ich sag's euch. Die Liquid Lipsticks von Banana Beauty sind der Shit. ich habe gerade eine richtig turbulente Fahrt hinter mir. Auf dem Hinweg war es ja schon komplett neblig. Also richtig krass. Man hat einfach die Felder links und rechts nicht gesehen und keine Bäume und nichts. Aber jetzt auf dem Rückweg war es schon krass. Also in Frankfurt auch, man hat keine Hochhäuser gesehen. Es war komplett neblig. Wirklich kein einziges Hochhaus gesehen. Es sah aus wie so eine abgeschnittene Stadt. Und auf dem Weg immer mehr Richtung Land sozusagen. Hierher war es übertrieben neblig. Und als ich von der Autobahn auf eine Schnellstraße gefahren bin, waren zwei vor mir, die fast einen Unfall gebaut hätten. Also die sind wirklich von 100, ich musste auf 10 runterbremsen. Wir standen eigentlich schon fast, wir sind nur noch ganz langsam gerollt. Und ich habe dann so krass hupen müssen. Das habe ich aus Reflex gemacht, weil ich die Autos hinter mir kommen gesehen habe. Und das kann man ja manchmal nicht so schnell einschätzen. Man sieht dann im Dunkeln die Lichter und weiß nicht genau, sind die jetzt, stehen die oder sind die noch langsam am Fahren? Keine Ahnung. Und ich habe dann so laut gehupt, dass die halt auf mich aufmerksam werden, weil ich habe in dem Moment gemerkt, okay, ich konnte rechtzeitig bremsen, wobei ich auch schon richtig auf die Bremse getreten habe und gleichzeitig gehupt habe, weil ich gesehen habe, dass die Autos hinter mir halt eben auch schnell am Kommen sind und ich dachte mir nur so, als wenn mir jetzt keiner reinfährt. Ich dachte echt, jetzt fährt mir jemand rein, weil das war wirklich haarscharf. Ja, läuft bei uns. Oder bei mir. Aber ist alles gut gegangen. Boah, was ein Wetter. Meine Schwester ist noch unterwegs, aber die hat mir gerade geschrieben. Die ist jetzt auch die nächsten Minuten da. Die hat sich einfach nur ein bisschen verquatscht. Ich würde sagen, ich melde mich morgen wieder bei euch. Ich werde morgen mich hier endlich mal um den Adventskalender von den Jungs kümmern. Ich werde euch auch auf jeden Fall alles zeigen, alles abfilmen. Ich warte noch auf ein zweites Geschenk für das Geburtstagskind morgen. Da werde ich das auch noch einpacken und dann gehen die Jungs ja auf den Geburtstag. Genau. Und ich werde das hier währenddessen alles machen. Das ist zumindest der Plan. Boah, ich merke gerade meine Augen. Ich bin so richtig müde. Also ich werde mich jetzt mal abschminken, auch wenn ich nicht viel drauf habe. Ich habe mir wirklich nur so ein bisschen Bronzer gemacht, aber so mit so einem großen fluffigen Pinsel nur so ein bisschen Farbe ins Gesicht gebracht. Die Wimpern habe ich getuscht und Liquid Lipstick, das war's. Die drei Produkte habe ich benutzt. Nee, stimmt nicht. 4. Ich habe noch einen Concealer benutzt, ein paar Pickel abgedeckt. Beziehungsweise keine Pickel, aber hier so meine Narbe und so weiter decke ich immer mal wieder ab. So, jetzt höre ich aber echt auf zu quatschen. Boah, jetzt bin ich wirklich müde, muss ich wirklich gestehen. Ich glaube, ich werde relativ schnell auf der Couch einschlafen. Ich melde mich morgen wieder, ihr Lieben. Also macht's gut. Ciao, ciao.